Die folgende Sendung Geistjäger wird Ihnen präsentiert von Boltex neuester Errungenschaft, dem Fake Hole mit Preiselbeergeschmack. Wow, was Neues von Boltex, der ultimativen Bubenverteidigungsfirma. Das sogenannte Fake Hole. Einfach mit der Zunge dran lecken. Preiselbeertastisch. Und irgendwo an die Wand bappen. Haha, Panther Johnson wird gar nicht merken, dass das gar kein echtes Loch ist. Er wird ungefähr 5 Minuten dran schnuppern und kleben bleiben. So viel Zeit habe ich dann, um wegzurennen. Huhu, Panther Johnson, du blöde Sau. Wieder das falsche Loch. Ich bin weg. Dank Boltex. Wow, Alter. Oh, cool. Ja, wir entwickeln auch gerade eins mit Shampoo-Duft. Alter. Und jetzt neu mit Bleaching-Duft. Mit Bleaching-Duft? Mit Bleach-Creme? Bleach-Salbe. So, eigentlich brauche ich ja gar nichts, ne? Aber ich nehme ja noch hier sowas mit. Man geht da rein und sagt, ey, Bob Johnson, gib mal Zeichen. Ja, gib mal Zeichen, jetzt sagst du mal, bist du da oder super, was? Was denn los ist, du hier, du Johnson, du? So. Also bis jetzt wirkt er noch nicht aggressiv. Manchmal kommst du ja rein und... Oh, da macht er aber Möbelrücken. Oh, ja. Hab einen Spiegel gefunden. Ein Telefon, Oh, hier, 400, 690 und Dampf. Oh, du hast einen Dampfmund? Ja, 690 und einen Dampf, ohne Schwitzrand. Also sehr kalt. Und 500 bis 1000. Oh, Wahlgesang. Der ist aber spendierfreudig. Weinen. Alter. Ah, der macht direkt. Der haut direkt dick raus, ne? Ich geh mal in den Fahrstuhl, liegt manchmal Geld. Hat er noch gebimmelt. Hä, das sind doch Blutflecken, oder? Oder? Aber die leuchten nicht richtig hell. Das ist vielleicht so eine Fahrstuhlbohle. Aber es scheint ein Blutfleck zu sein, aber der ist sehr schlecht zu erkennen. Was war das? Guck mal hier, komm mal her, siehst du den im Lift? Ah, da ist so ein Jizzfleck. Aber der ist so schwach. Oder ist das einfach, ja, der ist so schwach. Aber jetzt leuchtet er ein bisschen stärker. Und wenn ich weggehe mit der Lampe, leuchtet er nicht mehr. Also Jizz, würde ich sagen. Ich habe oben einen Dottenschädel gefunden. Und, oh ja, hier oben ist nochmal, hä, aber das ist so ein ganz blauer, so ein preiselbeertastischer Blaubeerfleck. Aha. Das ist einfach, als hättest du Preiselbeere mit Blaubeere gemischt. Ja, das sind so die Restbestände, weil da mal ein Fake-Hole klebte. Eben hat er irgendwas mit den Würfeln gemacht, aber ich habe es nicht gesehen. Oh, hier liegt Geld. Ich habe Geld gefunden. Geil. Make money, ja, money, money, make money, Traumverschlinger, a Ghoul oder a Krampus kann das sein. Mach mal hier alle Waschbecken an. Einfach, weil es mir Freude macht. Na, hier oben sind ganz viele von diesen komischen blauen Flecken. Oh. Schlumpf könnte es auch sein. Ah, da war was mit den Würfeln. Das naja, war bei mir auch, dann bin ich weg und dann... Es könnte ein Mannequin gewesen sein, aber könnte auch so ein Kreuz gewesen sein, weiß ich jetzt nicht. Also es hatte... Kreuzskin. Hier, Jane, Alter. Jane Darrell. Oh, Funken. Funken, Funken, Funken. A Ghoul. 100% a Ghoul. Schon wieder so Ghoul. Die treiben sich oft in alten Polizeistationen rum, ne? Oh, ich musste ihm eine Handgranate ins Gesicht geben, aber die hat er irgendwie, hat sich gefreut. Oh! Ich will rein. Oh. Hast du den Namen eingegeben? Nee. Elektrogeräte, was? Starke Störung? Nee, mit Funken, ne? Mit Funken, ja. Diese Ghoul. Kinderwürfel. Ist eh egal, ne? War Kruzifix. War wahrscheinlich dann aber ein Fix. Nur Kruzi ein bisschen angefixt. Jacques de Gül. Jetzt brauchen wir nur noch... For Boys and Girls, ne? Brauchen wir noch Jane Darrell. Ich geh los und gib's ein. Jane Darrell. Die französische... Jeanne Darrell. Die Schauspielerin. Gechilltes. Sie hatte sehr viel Busch. Jeanne Darrell. Also, es ist ein Senior. Ruhig oder beunruhigt? Ja, oh, das Männele. Das Männele hinterm Ofen müssen wir noch finden.
Jo, ich häns. Boah, auf dem Klo. Auf Klo? Alright, Mendele 4. Anscheinend keine Interaktion. Beunruhigt. Das ist ein beunruhigter alter Ghoul. Senior Ghoul. Dann gebe ich das mal ein, du. Daten hochladen, bestätigen. Und ich hätte Kinderspielzeug gefunden. Kriegen wir dafür Geld so, oder so? Nö. Goldbombe, Zauberbuch. Oh. Hast du eine Goldbombe? Nee. Oh. Ich hatte die vorhin schon eingesetzt wegen Kampf. Ich hab eine Goldbombe. Und davon wäre ein scheierle Buch. Ich bin gerade noch auf der Gegenstandssuche. Vergiss nicht, alle Türen öffnen, gibt auch nochmal ein Huni. Schmuni. Was haben wir denn da? Eine Maske? Ghoul, wo bist denn du? Ich sprache Huni. Ja, ich mach hier. Was haben wir denn hier schon liegen, alles? Traumfänger, glaube ich, habe ich gefunden und ja. Schädel, ja. War das? Alle Türen öffnen? Rose und wahrscheinlich. Oh, er macht Red Zoning. Oh nein. Er zoned Red. Jetzt sind wir in seiner Welt. Jetzt seid ihr in meiner Welt, Geisterjäger. 1, 2, 3, 4, 5 Gegenstände, ne? Haben wir alle. Rose, Uhr, Maske, Schädel, Traumfänger und den alten Urinella-Stab von deiner Großmutter. Ein Urinkuchen. Urinkuchen. Fanta-Fanta-Kuchen wieder. Oma mochte gerne den Fanta-Kuchen. Was liegt denn hier? Ach, der Spiegel ist es. Oma hat gerne gefentert in ihrer Jugend, ne? Die war eine der Fanta-Fives. Klar, die hat extra einen Pferdehof aufgemacht, um da dran zu kommen. Ey, hier kräht doch wieder einer. Pferdehof. Ja, aber wo? Wahrscheinlich ums Eck. Du musst so feigen. Fight Milk, Alter. Oh. Hab sie direkt gemolken. Fight like a crow. Boah, jetzt leuchtet alles da hinten. Aber kommt doch mal ange. Boogie Loot, weil ich hab die Goldbombe. Ja. Hast du das Buch dabei? Schmeißen wir es direkt ja, vor die Füße? Hab ich schon. Hab gesagt, trau dich, du Sau! Hier, zack! Buch ist raus. Oh. Hat es gezählt? Ja. Alter, er rennt, aber mein Amulett dreht sich. Er will mich holen. Wie bin ich da? Ich hab ihn geweihwassert. Er wollte die Kamera klauen. Irgendwas passiert hier schon wieder. Was macht er denn hier drin? Das ist Detective-Zone hier. Da dürfen nur Ermittler rein. Ja, aber vielleicht war er früher mal Ermittler. Ah, oh, so. Dann kaufe ich mir erstmal was. Zwei Kerzen habe ich an. Du musst aber Lichter anschalten, nicht Kerzen, ne? Ach so. Ja, noch leichter. Das Ding muss ich auch noch kaufen. Kauf mal schon mal ein Weihwasser auf Vorrat. Oh, ich hab's Licht angemacht, es ist direkt explodiert. Das mag er halt nicht, ne? Nö, er mag das gar nicht, wenn man ihm da irgendwie so die Lights on macht. Er hat gesagt, er ist kein Lichtikus. Ein Licht fehlt noch. Alter, ist auch explodiert. Was macht man, wenn alle Lichter explodiert sind? Kann man nicht mehr fangen. You can't catch.
weil... 5 Lichter einschalten, hat irgendwo eins ausgemacht, jetzt habe ich hier oben Licht angemacht. Hey, das geht gar nicht an, das ist irgendwie... Jetzt, friss! So, was braucht er Weihwasser jetzt, ne? Ja. Ich hätte eins in der Hand. Dann holen da mit dem Spischel. Machst du ein bisschen Spischel-Provokation. Der haut dann echt gern die Tür vor der Nase zu. Ich hab noch ein Feuersalz. Da steht er doch. Gib's ihm. Ist er weg, er ist gerade verschwunden. Wollte ihm gerade den Kringel salzen. Den Boytek-Kringel? Ich wollte ihm den Boytek-Kringel salzen. Boytek macht Boy weg. Warte mal hier, Weihwasser, Feuersalz, dann wieder Lichter aus. Die Boytek-Boy wegbox. Die Boy, die Boy. Booty. Die Booty Boytek. Die Booty Boytek Boy wegbox. Aus Bubelingen. Bubelinger Klingenmönche. Kennst du die? Die Bubelinger Klingenmönche. Ah, da kommt er wieder verkleidet als sexy Buffy. Als Schwester Buffy mit den dicken Buffels. Mit dem alten Buff-Muff. Schwester Buff-Muff. So, Feuersalz hab ich. Jetzt alle Lichter ausschalten und dann heiliges Salz. Ja, ich hab ein Holy Salt in a Tash. Einen schönen heiligen Spritz. Aber ich behalte erstmal die Goldbomb. Hey. Achtung. Macht einen fiesen Magdalena. Ey! Onkel Magnus! Gib ihm ein heiliges Salz! Nee, Lichter sind doch noch an, oder? Ja, ich dachte eben, das wäre gewesen. Ich geh gucken, warte. Ja, letzter Step, alle Lichter ausschalten. Okay. Jetzt heiliges Salz und dann kannst du ihm schon, dann können wir ihm schon den Pentagrammus auf die Stirn drücken. Ey, die Krähe wird immer lauter in meinem Kopf irgendwie. Wo ist die denn? Da gibt's gar keine, ich höre keine. Ich glaube, du hast vielleicht einen Tumor. Ich würde damit zum Arzt gehen. Was will er jetzt? Das Heilige, ne? Ja, das heilige Salz. Ja, ich wollte ihm jetzt die Lippen schmieren. Ist jetzt kalt, Spiegel ist ausgegangen. Ich habe keine Spiegelkraft mehr. Nee, der ist, hat sich ausgespiegelt. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer die dicksten Gausen im Land? So, reingesalzen. Oh, jetzt hast du noch die Bombe, komm. Folge mir. Hast du ihn gejesus? Ja, musste ich. Schnapp dir den Kram. Ich hab Maske und Traumfänger. Okay, dann nehme ich Schädel und Uhr. Wo ist der Rest? Rose? Wo ist die Rose? Da hinten an der Treppe. Da, schnapp sie dir. Ja. Uhr. Ah. Rose und Schädel habe ich noch. Maskulech. Maskulechen. Traumfänger. Jetzt gibt's richtig rein, du ekliger Geist, Schweinegeist. Schädel da hinten. Jetzt habe ich nur noch die Rose, Thrombose, eine alte Thrombose-Rose. Da ist sie. Na, kriegt er doch. So, Kugel holen und eingetütet. Holst du die Kugel? Alter, Gule, die machen wir so weg. Gar keine Chance mehr gegen uns, ne? Nee, das war aber auch so ein, jetzt weiß ich nicht, Onkel Easy Ghoul irgendwie. Onkel Easy Ghoul? So hat mein Onkel sich auch immer genannt. Ich schmeiße Ghoul. Wenn er auf seinem Dreirad durch die Nachbarschaft gezogen ist. Onkel Güll. So, kannst du mal beim Chocoballo lecken. Oh, guck mal, wie ihn einsaugt, ey. Der war ballgierig. Wie mein Onkel. Alter, wie viel hat er gegeben? 2,840 an Experience habe ich gekriegt und $3,750. Das war ja ein richtiger Richie-Bitchy-Ghoul. Alter Schwede. Dem ist aber ganz schön hier das Geldbeutel vom Ghoul noch gefunden. Dem hat's aber hier, der hat hier ein Dreirad hier mit Goldpedale, ey.
Schön das Dreirad mit Goldkette. Schön mit der Goldkette. Ah, oh, der hat ja nicht mal ordentliches WLAN hier im Bus. Nee, das ist Billulan. Die haben Favela-LAN, das ist was anderes. Favela-LAN? Ey, James Braunstein. Mit Tori Taucher, der ehemaligen Pornodarstellerin. Tori Taucher? Ach ja. Nehme ich leichtes Step on the Bee Geräusche. Ist irgendjemand auf jeden Fall vor ein paar Jahren auf eine Biene getreten? Vor ein paar Jahren. Er macht heute noch. Das Echo von jemandem, der vor Jahren hier auf eine Biene getreten ist, ist immer noch da. Ich hatte Dampf und 153. Dampf schwitz oder Dampf kalt? Ja, also ohne Schwitzrand, nur. Das ist nur dieses. Nur so ein. Sehr kalt. Und was hast du, Partikelzähler? 150 irgendwie. Also, okay, jung und durchschnittlich. Jung und durchschnittlich dumm. Männele, komm, mach ein paar Klötzkis. Hier sind die Gegenstände oft sehr schwer so random zu finden, weil die halt auf diesen Schultischen und so rumliegen können. Das stimmt, ja, hier ist ein bisschen tricky. Wir müssen alle Türen aufmachen, ne? Boah, eben gerade wollte er mich packen. Ich habe nur einen Tortenschädel. Da war der Don der S da oben. Ja, ich habe unten einen Traumfänger gefunden. Die Uhr ist ja meistens ein bisschen im... Wo? Oh. Männchen bei den Klötzen. Dann ist es Krampus. Ja, schon wieder Krampus, ey. Der ist der pfundige Blutflecken. Ja, ich habe jetzt gerade auch... Ah, es wäre so ein... Jemanden, der wieder so einen Krampenschaden hat und die Versicherung deckt das nicht. Nee. Kreis Industries sagt immer, ah, das ist ein Krampenschaden. Das decken wir leider nicht. Sie hatten zwar einen analen Krampf, aber eher an der Krampe. Und wir decken nur Rosetta... Rosetta Stone? Die Sprachlinguistin? Was war das? Ich habe ein Foto gemacht von Blutflecken. Ich habe noch kein Nombre, ne? Und auch noch keine Wichtelfigur. Wichtelpizza. Wichtelpizza. Say my name, say my name. Hast du schon was gefunden, so Richtung Name? Nee, das hätte ich das schon erwähnt. Aber, ne. Ich hab die Puppe gefunden. A Puppe? A Puppe? Schau mir mal in die Puppen, ins Puppenloch. Wahrscheinlich keine Interaktion, ja, keine Interaktion. Ich meine, hört man auch hier so ein Mäuselutschen irgendwie, ne? So die, wie die eine Maus an der anderen. Ja, ja. Ja. Ja, eben gerade habe ich es hier gehört. Das ist so ein... Lick and Kiss irgendwie. Ja, so ein Lick and Kiss. Das haben die, machen aber auch die Kids, habe ich gehört. Lick and Kids? Auf TikTok ist es gerade sehr angesagt, sich gegenseitig den Anus zu licken, kissen. Ja, dann gibt es noch hier die Düsseldorfer Drooler. Die sind immer noch im Sabbern. Die sind die Drooler, Alter. Die Drooler sind am Sabbern.
Aber du bist doch Drooler for Life. Heißt es aber nicht Drooling oder so? Weiß es gar nicht. Düsseldorfer Drooler Ducks. Fliegen in Dreiecksformationen und sabbern, ne? Alter, was? Ja, sag mal, du merkst schon, was so aus deinem Mund kommt, oder? Nein, nein, überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Das ist, du hörst Ducks, dann denkst du an Mighty Ducks, dann kommt Dreiecksformation, das schaltet sich halt alles so schnell. Weißt du, was? Ich finde keinen Namen. Wie heißt der Bengel da drin? Ich kann echt nichts dafür. Aber der ist definitiv nicht aggressiv. Ich hab ja noch nicht einmal gesehen. Und die machen das Zeug auch noch legal, Alter. Weißt du, das ist... Wenn ihr auch so werden wollt, ja. 20 Jahre jeden Tag, dann kein Problem, seid damit dabei. Oh, da ist er durch den Flur geschlichen, hat gesagt, hier, riech mal an meinem Finger. Wo bist du? Aber den Namen hier, der ist hier immer irgendwie... What's your name? Der Name ist hier versteckt irgendwo. Offensichtlich gibt es irgendwie immer einen Raum, den wir übersehen oder so. Ich meine, der kann ja überall What's stehen. Your name? Den verrät er nicht auf Funkbasis, oder? Say something. Can you help me? Kannst du mir... Ich suche noch hier, wo ist denn der Ausgang? Irgendwas geknarzt, ey, irgendwas alles festgelenkt. Can you help me? What's your name? Say something. Das auch an einem Pfosten sein? Nee, ne? Gab es hier nicht damals auch eine Turnhalle? Ist sie weg? War das nicht hier mit der Turnhalle? Ja, der hat die Maps kleiner gemacht, weil die Leute gesagt haben, es ist unnötig, die Größe. What's your name? Boah, der hätte aber hier, der Phasma-Entwickler hätte gesagt, pff, ich mach noch größer, ihr Säcke. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich bin hier der Herrscher über das Spiel. Könnt mir gar nichts. Ich meine, ein künstlerisches Projekt. Ihr dürft mir da nicht reinreden. Ne, der hätte gesagt, ich spuck euch ins Gesicht. Also ich mache extra, ich mache jetzt zwei Leuchttürme übereinander so. Damit ihr noch höher laufen müsst. Wenn ihr mir so kommt. Sunny Meadows ist nicht zu groß. Es ist genau richtig. Eigentlich wollte ich es noch größer haben. Aber Großmutter hat gesagt, oh, Hüfte knatscht nach 16 Kilometer durch Flur. Ist halt kein Beginner. Ja, ja. Musst du schon ein bisschen was auf Kasten haben. Ich check's nicht, Alter, aber dieser Name existiert irgendwie nicht. Wow! Wow, Alter! Alter, er hat mich! Aber ich hab's überlebt, aber ich muss hier raus. Er macht sogar hier Beta-Isodonner-Gewitter, Alter. Der hat mich mit Beta-Tabs abgeworfen. Alter Jodsalbe. Boah, der hat Säureregen aktiviert. Ich höre dich da draußen irgendwie mit der Säure kämpfen. Ah, ich schmelze auch da draußen gerade. Boah. Fies. Ja, ich habe kein Knurren, nichts. Der ist ziemlich geizig. Der andere war krasser drauf, ne? Ich höre nur hier die Kissen Lickrats. Der ist aber auf jeden Fall nicht aggressiv. Never ever. Aber sein verfluchter Name muss doch hier irgendwo stehen. Oh! Sein Nombre? Keine Ahnung, ich wüsste nicht, wo er jetzt noch sein könnte. Ich glaube, ich habe jetzt das ganze Gebäude per Wandscan abgesucht. Mehrmals. Ich bin noch hier rein. Da ist dieses Badezimmer. Alter, der Boden dampft dank Säure. So kann man die Schule auch wieder sauber machen, ne? Ja, gut, im Prinzip. Mit ne? Säure? Also, mit Säure beim Schiefer.
Ne, keine Ahnung, hast du einen Namen? Alter, nichts, ne. Einfach nichts. Ich brauche hier gar keine. Wo bist du? Sprich zu mir! Du Geburt! Du Höllengeburt! Ja, der ist aber niemals aggressiv. Nee, wahrscheinlich eher weniger. Der hat ja mich noch nicht einmal irgendwie angehaucht. Er hat mich auch nicht getötet. Er hat gefragt, ob ich schon Glasfaser mich angeschlossen hätte und ob er so ein Schildchen in meinen Garten stellen darf. Hab ich gesagt, nein. Da hat er gesagt, ja, okay, geht fein. Dann wollte er noch über Versicherungen, über Autoversicherung mit mir reden. Und er hat gesagt, er ist nicht wie die anderen Versicherungsmakler. Er will ja gar keinen Profit, er will mir ja nur helfen. Klingt nach einem Softie. Das ist kein Schneeballsystem. Klar bekomme ich Provision, aber das ist was anderes. You're the best around. Hä? Der hat mir alle Sachen... Ich bin tot wahrscheinlich jetzt. Jetzt bin ich wirklich tot. Ja, der hat mir alle Sachen ewig weit vor die Füße geschmissen. Ja, dann mach mal... Durchschnittlich beunruhigt. Obwohl, vielleicht knurrt er auch. Das ist halt jetzt so eine Frage. Ich hab nichts. Ich hab nichts in diesem Rundfunkempfänger. Nichts. Wo bist denn gestorben ungefähr? Küche. Wenn es da zur Essensausgabe geht. Der Cantina. Hier liegt der Voodoo-Pup. Hat die Voodoo-Pup irgendwas gemacht eigentlich? Keine Interaktion. Na gut, dann wird er eh beunruhigt sein, ne? Ja, ja, aber jetzt halt die Frage. Heult er oder knurrt er? Weil wir wollen noch das Alter von dem Bengel. Junger Krampus wäre halt so ein Lehrlingskrampus. Lehrlingskrampe. Hä, ich höre dieses Geräusch von dem Rundfunkempfänger. Liegt am Tresen, innen. Ja, ja, aber ich sehe den nicht. Ich sehe deine Puppe und das andere Ding. Hm. Den Traumfinger. Den stecke ich schon. Traumfinger? Das Brett. Der Name ist so gut versteckt, den werden wir nie finden. Ich glaube, das Gerät ist hier in der Theke irgendwie verglitscht. Oder ist es auf die andere Seite geflogen? Nee, Alter, der schwebt hier durch die Bude. Ja, aber wenn er alt ist, knurrt er, glaube ich. Oder wenn er jung ist, knurrt er. Und wenn er nicht jung ist, weint er oder sowas. Durchschnittlich, dann weint er. Weil er schon ein bisschen was vom Leben gesehen hat. Weißt du, als Junge bist du noch so aggressiv und geil aufs Leben. Wenn du alt bist, weinst du halt, weil du denkst, oh mein Gott, mehr als die Hälfte meines Geldes gehört gar nicht mir. Weißt du, das macht dich schon fertig. Ja gut, wollen wir raten oder willst du jetzt noch hier... Lass raten, sonst geht's ja ewig. Oh. Durchschnittlich beunruhigt dann, oder was? Hätte ich jetzt gesagt, so ganz vorsichtig. Geil, aggressiv, als ob. Als ob aggressiv. Genau das Gegenteil. Jung aggressiv. Als ob. Never ever. Fake Geist. Fake Krampus. Krampus ist immer schwierig. Krampus ist so ein bisschen der Djinn des Ghostwatchers. Ja. Immer wenn du denkst, du hast es durchschaut, hast du es nicht durchschaut. Ich mach Points, Alter. Achtung. Bam. So, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.